Ja, die Nervensäge ist zurück. Heute aber mit einer tollen Sensation. Unsere Kundeaufkleber sind endlich im Shop erhältlich. Die gibt's nicht bloß in Schwarz, sondern alter Weltneuheit in Weiß. Und jetzt wird's richtig wild. Wir schnipsen uns kurz dahin. Und jetzt auch noch gottverdammte Axt in Chrom. Ihr, unsere Kunden, könnt gerne der Kunde von uns sein. Das ist das Must-Have für jeden Kunden, der richtig Kunde sein will, so wie wir. Geht bei uns jetzt im Shop ab sofort, aber in der Vorbestellung. Bitte beachtet dies. Ich bedanke mich. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Ciao. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen in einem neuen, weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Mein Name ist Enrico. Das ist die bezaubernde Siri. Na Siri, wie ist es so im Autohandel? Nervenzerreibend? Nervenzermürbend? Ja. Katastrophe? Katastrophe, ja. Katastrophe trifft's. Katastrophe trifft's ganz gut. Hier sind übrigens dann die Teile für unseren 340i E30. Holt dann der Kollege Sebastian ab. Da kommt aber dann noch die Videoreihe, liegt da dann schon was? Ja, teilweise noch. Teilweise liegt da schon was. So, ansonsten haben wir natürlich wieder einen Haufen Scheißdreck. Aber erstmal das Schöne, dann das Schlechte, oder? Wie wir das machen. Ja, lieber erstmal was Schönes. Ja. Was Schönes. Und zwar ist am 5.7. unsere Tochter Cleo geboren worden. Mama und Kind sind wohlauf. Hat also alles wunderbar geklappt, ging in Züge. Also wirklich, muss ich wirklich sagen, das war, Lisa ist eine Gebärmaschine, ja. Ohne Scheiß. Ja. Also wie die das gemacht hat, weiß ich auch noch nicht so richtig, weil... Was läuft, John? Nichts. Eine Verhandlung mit dem S350-Typen geführt. Kümmert sich jetzt selber um das Radio. 440 Turbo Diesel. Ist verkauft, geht nach Dortmund, glaube ich, oder sowas. Das wollten wir eigentlich verbinden mit der Abholung des R5, aber Marco ist nicht da. Ich kann die Woche jetzt auch schlecht weit weg. Ich bin auch bloß kurz jetzt hier, um ein paar Videos mit euch zu machen und so weiter und so fort und halt Sachen zu klären, die hier liegen geblieben sind, aufzuräumen. Also, ich wollte zu Ende erzählen mit der Gebärmaschine, ja. Und die Wellen gingen los, irgendwie früh, 4 Uhr in der Früh oder sowas. Ne? Lisa hat mich noch schlafen lassen, hat also noch ewig gewartet, glaube ich. Die hat mich dann irgendwann so um 7 geweckt und meinte so, zieh ich mal an. Ah ja, die Oma wusste also schon Bescheid, wegen Kind aufpassen. Ne? Kannst du schlecht mit ins Krankenhaus nehmen? Kannst du vielleicht schon, aber ist wahrscheinlich ein sehr einschneidendes Erlebnis für eine Dreijährige. Ne? Wahrscheinlich nie unbedingt sehenswert. Dann war es dann eben so, dass wir dann noch aufgeschlagen sind. Und Gott sei Dank ja nicht zum ersten Mal. Beim ersten Mal bist du ja völlig lost. Ne? Da stehst du also da und denkst, Alter, was passiert jetzt, wenn du dann in der Krankenstation ankommst? Ne? Also in der Geburtsstation, wir waren in der Uniklinik, Alter. Und da laufen dann schon die Hochschwangeren mit solchen Bäuchen so krümmt an solchen Haltestangen durch den Gang und stöhnen und ächzen alle. Und dann denkst du, Alter, ach du Scheiße. Und dann hörst du die aus dem Kreißsaal blärmen. Ey Leute, ich sag's euch wirklich, ne? Das ist wie im Schlachthaus. Wie auch immer. Und dann sind wir halt, wie gesagt, dort aufgeschlagen. Es war beim ersten Kind, war ich da völlig lost. Und ich kann auch jedem versprechen, der dann zum ersten Mal zur Geburt geht. Bei uns war es ja auf Termin mit Einleitung. Das heißt, das ganze Prozedere, was jetzt bei dem zweiten Kind mehrere Tage sogar immer gedauert hat, war wirklich so, bis das Kind quasi vorbereitet hatte alles, um rauszukommen oder der Körper, ging innerhalb von einem Tag, von 0 auf 100, innerhalb von ein paar Stunden. Ich sage, das Brett geht auf, kommt uns eine Hebamme oder eine Schwester entgegen, sagt so, schönen guten Tag, und ich sage, schönen guten Tag, wir sind hier, um hier ein Kind zu gebären, und sagt so, ja, sieht super aus, geht los, und da kann das also auch schon losgehen, ich will jetzt nicht ins Detail gehen, dann kontrollieren die kurz und sagen, jo, das kann, ist also schon fast soweit. Dann ging das wirklich Schlag auf Schlag. Ne? Innerhalb von 1 oder 2 Stunden war der Körper dann so weit, dass er gesagt hat, so raus jetzt hier, wir räumen jetzt alles aus. Und dann ging natürlich auch die Schmerzen ab. Die Lisa lief dann die ganze Zeit durch den Kreißsaal, so runden, jetzt schon eine richtige Schneise um diese Badewanne da geschlagen. Ja? Kann ich hier vielleicht doch noch irgendwas haben, was die Schmerzen lindert? Ja? So eine PDA nennt man das, Prä-Bla irgendwas, viele wissen es, ich nie. Da kann die Frau, das ist wie so ein Drogenspritzgerät, ja? Da können die Frauen selber drücken und sich eine Dosis verabreichen. Wie geil ist das? Ja, also klingt geil, ne? Ist aber glaube ich nie. Bringt auch ein paar Risiken mit sich, viele verzichten auch drauf, viele kommen rein und sagen, hallo, mein Name ist sowieso PDA. Dann hat die Lisa danach doch noch gefragt, ob da noch was gehen würde, und dann sagt die Schwester schon, die Hebamme, naja, das wird jetzt aber kritisch, ne? Weil wir sind schon ganz schön weit jetzt. Ne? Und da hat sie dann doch noch diesen Anästhesisten angerufen, der war auch richtig geil drauf, da kam er mit seinem Wägelchen an, mit seiner Schwester dazu. Hob das Brett auf, die Lisa lief da gerade so durch den Raum wieder und erzählte irgendwas und feigste oder hat irgendwie gekichert, keine Ahnung mehr, weil wir irgendeinen Witz gemacht haben. Auch bei der ersten Geburt war das übrigens auch so, da haben wir auch gelacht. Zwischen den Presswehen, kein Scheiß. Und er macht so dieses Brett auf, sieht die Lisa und denkt sich, ne, hier bin ich falsch, zack, Tür wieder zu. Und die Schwester den hinterher kann, hey, komm mal wieder her, komm mal wieder her. Da macht die Tür wieder auf und sagt, das kann nicht sein, nee, die müsste schon lange liegen, das kann nicht sein. Und da hat sie dann bloß noch irgendwie eine Spritze bekommen. Aber das hat natürlich nicht mehr gebracht, glaube ich.
Kurze Zeit später war das Kind dann auch da und ist wie gesagt ein Mädchen. Heißt Cleo und hat stolze 3920 Gramm und 53 Zentimeter mitgebracht. Geballtes Glück mit strohblonden Haaren. Kurios war auch, und das ist auch eine absolute Seltenheit, also bei Babys mit weißblonden Haaren ist ohnehin wo selten. Hat man uns erzählt, keine Ahnung. Und dann ist die quasi mit der Fruchtblase zusammengeboren worden. Die hatte das irgendwie im Nacken dann, das Ding. Das ist super selten, ja, wirklich kein Scheiß. Keine Ahnung, ist wohl was Besonderes. Ich fand's auch kurios. Und dann die Schwester mit der Nachgeburt da drum hat hier gedacht, Alter, räum das weg. Junge. Keine, wirklich. No joke. Das wirklich, Kunde. Ich habe natürlich dann die Nabelschnur durchgeschnitten. Ich habe aber irgendwie auch Stumpfkunde. Ja. Oh, ich finde das so schlimm, ey. Ist ja schon schlecht. Ja. Ja, aber dafür kann das Kind jetzt schreien, quasi, was sie die ersten zwei Tage nie gemacht hat, wie Vollgas. Vollgas, ja. Für mich war dann Folgendes passiert. Ich habe dann Kinderbetreuung, habe gedacht, gut, geil. Wenn die Lisa sowieso noch dort bleibt, zwei Tage, dann könnte ich ja quasi, geht das Kind normal in die Kita, ich kann arbeiten, Pustekuchen, Kind krank geworden. Aha, also wo bin ich nicht hingegangen? Auf Arbeit, war also zu Hause Kinderbetreuung. Das war natürlich auch eine neue Erfahrung für mich, weil ganz alleine mit krankem Kind zu Hause und Firma parallel im Nacken ist schon next level. Das kann ich dir sagen. Das ist auf jeden Fall next level. Mhm. Ja, so viel dazu. Das hat also alles gut geklappt, Gott sei Dank. Alles sind wohl off, gesund und munter. Und die kleine Cleo gibt schon richtig Vollgas zu Hause, ne? Wenn aus der Titte auf Deutsch gesagt nie die Soße rausläuft, wie die das will, Kunde, Rest eskaliert die komplett. Aber richtig, Kunde. Da geht's richtig ab. Da wissen alle Bescheid. Ja, aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, beim zweiten Kind ist man ein bisschen gelassener, weil man beim ersten Kind wusste man gar nicht, da bist du rumgerannt mit 180 Puls, was jetzt als nächstes, wo, hä, warum, warum schreit das Kind jetzt, warum ist es nicht ruhig, ja? Hat er gerade an der Brust, was ist da passiert, hä? Was, warum kommt die ständig alle 20 Minuten und will die ganze Nacht an die Brust und was soll das? Ja, ist so, ja? Mittlerweile weißt du, Clusterfeeding, dies, das, ach, das ist dann schon ein bisschen entspannter, das stimmt, ne? So, aber wir sind ja eigentlich heute im Metzande-Video. Und, achso, das haben übrigens die Kollegen hier gemacht. Süß, ja, aus Windeln gebastelt, ne? Mit so ein paar Euro-Scheinchen drin, niedlich, ne? Wer hat das gebastelt? John. John? Wow. Der John wird übrigens auch bald Vater. Da geht's nämlich auch gleich los, ne? Los, komm, wir gehen jetzt mal vor. Und jetzt kommt nämlich das eigentliche Thema. Das eigentliche Thema ist, der Julian hat heute noch gar nichts aus. Schon wieder. Oh! Wir haben es ausgeleert, ja? Nein! Guck mal, die schwarze Welt. Oh, ekelhaft. Guck mal, das oben rein. Ja, klasse, Mann. Also, ja. Hat sich das leert. Oh ja. Boah, der Schlamm, Alter. Wir hatten das ausgesoffen. Wir hatten das. Ach, der Dominik letzte Woche aus Frust bestimmt. Was auf nämlich Folgendes passiert. Mike hatte Urlaub, planmäßig, der eigentlich keiner war, weil ständig das Telefon geklingelt hat. Egal. Jetzt ist aber planmäßig der Tom eigentlich im Urlaub gewesen. Ist aber dann doch nicht im Urlaub gewesen, weil krank. Ja. Hätte aber eigentlich wieder da sein sollen, ja. War aber nicht dabei krank. So wie der Jürgen. Somit war also dann der Dominik alleine und ich mit Kind krank zu Hause. Und bleibt dann auch läuft wie eine V1 und hier ging es drunter und drüber. Und jetzt gehen wir gleich mal höher. Ja, pass auf, ich sag's dir, das ist kein Scheiß jetzt, ja? Und diesmal hab ich's wirklich. No joke, wir gehen mal raus vielleicht. Dieses Mal hab ich's wirklich mal von den Unparteiischen aus allererster Hand. Wir haben hier aktuell so eine Art, ich sag's mal, Begleiter. So nenne ich die jetzt mal. Immer so wochenweise sind die da. Dann machen die, was weiß ich, dann sind die mal mit in der Werkstatt, dann sind die mal mit im Verkauf, dann sind die mit mir unterwegs und mit Julian und weiß nicht was alles. Unsere Betreuer sind das. Betreuer, ne? Nennen wir sie mal Betreuer. Und der eine Betreuer, der immer da ist, der immer wiederkehrend auch kommt, der war jetzt dann also quasi, letzte Woche war ich quasi außer Gefecht, das wussten die auch. Da haben wir dann Mittwochabend, nachdem dann der Dominik drei Tage hier alleine gesessen hat, habe ich dann mit dem Begleiter, der uns hier begleitet, mal so abends telefoniert, so ganz locker. Ich mache die auch mal richtig dumm, ne? Also ich bin da wirklich auch richtig frech und laber die richtig blöd von der Seite voll. Na, das beruht aber auch auf Gegenseitigkeit. Das beruht auf Gegenseitigkeit, ne? Man spielt sich den Ball so hin und her, ne? Man beleidigt sich die ganze Zeit in der Torso ein bisschen, ne? So teilweise unter der Gürtellinie. Und dann sagst du zu denen, sag, und Alter, jetzt mal ganz ehrlich, wie schlimm ist es denn? Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich ausgedrückt habe. Ich habe gesagt, wie scheiße ist es denn eigentlich? Sag mal. Der hat ohne zu überlegen direkt gesagt, Kunde, das ist noch beschissener, als ich es mir vorgestellt hätte. Es ist einfach mal noch krasser, als ich es erwartet hätte. Die kommen auch aus dem Automotive-Bereich, machen viel mit Autos und so weiter und so fort. Haben aber jetzt mit dem Handel in solchen jetzt noch nie so die Berührungspunkte gehabt. Sind aber automobil begeistert, ne? Mhm. So nenne ich es jetzt mal. Und haben dann eben auch, hat er dann gesagt, du, es kann nicht sein.
was ist denn mit den Leuten los, sagt er zu mir. Ich habe es ja hier erlebt. Ich habe ja dabei gesessen. Mhm. Ich habe das alles erlebt. Ich war ja wie ein Mäuschen. Da hat er gesagt, das kann doch gar nicht sein. Wie kann es sein, dass der Verkäufer da sitzt, macht 4 Termine aus, fest den Lead sauber an, also sprich, du nimmst es auf, Name, wo kommst du her, wo hast du das Auto gesehen, was interessiert dich daran, hast du eine Zahlungsname, willst du finanziell, alles ordentlich erfasst. Du machst den Termin, sagst dem Kunden, pass auf, wir haben es knapp, ich bin enge, bin alleine, bitte um Nachsicht, wenn es ein bisschen länger dauert und wenn was ist, sag bitte Bescheid und so weiter und so fort. Ne? Jetzt gehen wir mal zum Dominik und hören uns das mal kurz an, weil, warum, das will ich jetzt auch euch mal dazu was sagen. Und zwar ist es ja doch Tatsache so, dass ja die Mad Sundays oder die Kundenstories ja immer aus meinem Mund kommen. Ich die ja aber auch tendenziell selber gar nicht erlebe und das immer nur, so wie ich das aufnehme, wiedergeben kann. Mhm. Jetzt habe ich mir aber überlegt, weil die meisten Kunden wollen ja sicherlich dazu nichts sagen. Verständlicherweise. Weil manches ist auch wirklich einfach, sag ich so, es ist peinlich. Manches haben wir vielleicht auch mit verursacht, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Da haben wir einen Teil dazu beigetragen, weil wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte und irgendwie zum Streit gehören ja immer zwei. Nicht bloß einer. Also wissen wir selber, irgendwas muss ja sein. Ne? Aber manche Sachen. Alter. Manche Sachen können wir aber gar nicht beeinflussen. Also manche Sachen können wir gar nicht beeinflussen. Die sind, wie sie sind. So, und jetzt ist Folgendes. Jetzt hat der Dominik quasi sich hier durchgekämpft. Wirklich no joke. Von früh um 7 bis abends 20 Uhr. Locker. Hat er sich hier durchgekämpft. Auch, also wirklich, da muss ich mich auch nochmal bedanken. Dafür, dass der hier wirklich sich hingesetzt hat und einfach gefightet. Ne? Ohne zu jammern, ohne zu klagen, hat mir nicht die Ohren voll geheult. Hat versucht, alles einfach selber zu lösen, egal was hier aufploppte. Weil du musst dir so vorstellen, du übernimmst eine Baustelle von jemand anderem. Ist ja außerplanmäßig ausgefallen, also du hast gar keine Übergabe. Ja? Und auf einmal klingelt das Telefon und du weißt nur Bruchteil schemenhaft über den Vorgang Bescheid. Und dann ruft irgendeiner an und sagt, ja, hier, der Herr sowieso hat gesagt, das und das ist der Fall. Und das will ich jetzt aber. Und der nächste, ich hätte aber hier und da war ein Rückruf und warum dauert das so lange? Dann fängst du an zu schwimmen, ne? Und darf ich was sagen? Ich finde es krass, wie wenig Verständnis die Kunden hatten, weil ich war auch manchmal am Telefon. Ja. Hat dann gesagt, dass halt wegen Krankheit und so jemand ausgefallen ist und der bloß alleine ist vorne. Und die dann gesagt haben, hier, das kann ja nicht sein und wie gibt's das und so. Also die haben es ja gar nicht verstanden oder gar nicht eingesehen, dass es irgendwie länger dauern könnte oder... Es wird, ne? Also krass, ne? Verständnislosigkeit, Rücksichtslosigkeit ist, ist übermaßen riesengroß gerade. Ja. Also die erwarten halt auch alles, sie sind die Einzigen, die anrufen und sie müssen jetzt bedient werden, so, ne? Das ist halt irgendwie, ja. Ich merke das immer wieder, wenn ich mal am Telefon bin, ja. Wieder mal so eine Woche habe, ja. Das ist echt krass. Es wild, also, oder? Ja. Da brauchst du also auch wirklich Fell und dann kann ich auch verstehen, wenn manchmal der Verkäufer auch einfach, es gibt auch manchmal Kunden, da musst du wirklich auch am Telefon dann auch mal deutlich sagen, pass auf, bis hierhin und nie weiter. Manche sind auch einfach richtig unverschämt und merken sich gar nicht mehr. Mhm, ehrlich. Stimmt, ja. Die denken gar nicht mehr gerade drüber nach, was die da am Telefon gerade von sich geben. Und es ist ja immer dieses, ich habe es schon oft in den Kommentaren gelesen, auch unter unseren Metzane-Videos, diesen Vorwurf, nenne ich den jetzt mal, der ist ja alles einseitig. Ich verspreche es euch, daran arbeiten wir in den Winter hinein und dann kriegt ihr die volle Dröhnung. Die volle Dröhnung. Aber ich weiß noch nicht, ob alles klappt. Aber dann kriegt ihr die volle Dröhnung. Und wer da noch rumlabert, das ist aber einseitig, der ist ein Spaß, der kann abschalten und was anderes gucken. Oder den schmeiß mal raus. Weißt du, was ich manchmal wünschte? So Guppies, die irgendwelchen Schrott schreiben, die kannst du ja sperren. Mhm. Mache ich aber äußerst selten. Ja. Weil bringt eh nichts. Dann ist das zwar gesperrt, aber kann ja trotzdem mal da gucken. Schöner wäre, du kannst den ausschließen. Das wäre schön. Das würde mir gefallen, dass du die Videos gar nicht mehr sehen kannst. Das geht aber leider nicht. Dann würde ich doch so einige dann rausschmeißen. Sagen, du weißt was? Du bist nicht gucken, zack, tschüss, weg. Du, whatever. Ist vielleicht auch Blödsinn. Ist alles auch ein Ende eigentlich. Scheißegal. Wir haben ganz andere Sorgen. Fakt ist, dass wir jetzt mal zum Dominik gehen und lassen uns mal von ihm jetzt. Und wirklich, das ist ein, ich sag, der Dominik ist von meiner Einschätzung her ein liberaler Typ, der versucht, das ist mein Eindruck, immer deeskalieren zu wirken und weil der auch eben auch weiß, es bringt nichts. Ja, ja. Es bringt nichts. Ne? Nicht traurig sein, Leute, das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wir sind auch schon ganz erfolgreich gewesen. Vom Audi Q8 bis hin zum Skoda Superb, zum wahnsinnig wunderschönen M3 DKG oder zum Passat Allshrek. Meine Fresse, haben wir hier wilde Farben von euch bekommen. Sensationell, traumhaft schön. Die meisten sind auch schon wieder verkauft. Ich bedanke mich nochmal an der Stelle und hoffe und wünsche mir, dass ihr noch weitere Autos uns zusenden könnt, wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte. Dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Da antworte ich auch im Regelfall. Also in 90% der Fälle arbeite ich damit.
bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, ein Fahrzeug, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug und eine Preisvorstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout, kaufen wir auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Dominik, moin moin. So. Moin. Es ist wirklich Tatsache so, das wissen die Jungs hier auch, es ist wirklich so, dass ich viele Sachen tendenziell... Setz ihr euch mal darüber, oder? Ja. Und du hier hin? Ja. Dass ich wirklich viele Sachen, die gebe ich euch schon gefiltert weiter. Das ist also schon entschärft. Die Realität sieht teilweise noch viel schärfer aus. Stimmt's, Dominik? Ja, vor allem die Ausdrucksweise. Das ist, das gibst du ja nicht eins zu eins so wieder, wie es bei uns ankommt. Nee. Das ist ja stellenweise mittlerweile ziemlich bodenlos geworden, muss ich sagen. Respektlos einfach auch. Das ist irgendwo komplett auf der Strecke geblieben. Mhm. Und wir hatten ja letztens schon mal darüber gesprochen. Aktuell ist es halt so, dass es irgendwie nur zwei Arten zu handeln gibt. Das ist einmal fordernd und die andere Art und Weise ist bedrohend. Mhm. Ja, das ist aktuell irgendwie so ein bisschen die Gangart geworden bei vielen Kunden. Im Endeffekt habe ich mir jetzt vielleicht einmal selbst ins Knie geschossen, weil ich halt wirklich nicht alles eins zu eins irgendwo mit niedergeschrieben habe, was aber alles kommuniziert wurde. Man muss es geht halt einfach nicht mehr anders. Ne? Mhm. Es ist ja wirklich, wir kommunizieren alles, was wir über die Fahrzeuge wissen, was ich in den Akten habe, sämtliche Informationen und Daten vom Vorbesitzer. Und es wird jetzt irgendwie, so ist mein Gefühl, es wird halt wirklich nur nach einem Aufhänger gesucht. So, dass man wirklich sagt, so das habt ihr mir nicht erzählt und das ist... Genau, das ist auch der Grund, sag ich dir ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel im Ankauf bei WhatsApp alles nur schriftlich mache. Ich kommuniziere nur per Telefon mit jemandem, wenn klar ist, das Ding ist schon erledigt. Also das ist ein Sack und Tüten. Weil dann hinterher, ich das schon so oft hatte, ich habe mich früher immer geärgert, weil ich mir alles aufgeschrieben habe immer. Wenn mir einer was gesagt hat, ich frage meine Sachen ab und habe es immer notiert dann dazu. Und wenn es halt mich sagt, guck mal hier, ein Kratzer da, was ist denn da passiert? Oder die Nachrichtung, ja, hab ich dir doch gesagt, dass meine Frau mal gegen den Zaun gefahren oder sowas. Mhm. Hättest dann, naja, nee, hast du nicht, sonst hättest du mir ja aufgeschrieben. Sonst hätte ich ja gleich den Preis ganz anders kalkuliert. Und so sind wir jetzt nämlich an dem Punkt, dass ich zum Dominik gesagt habe, wer schreibt, der bleibt. Du musst wirklich alles minutiös aufschreiben, sonst fällst du dir auf die Füße. Aber erzähl ruhig mal aus der vergangenen Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, wo du ganz alleine warst. Hm? Da waren ja auch diverse Termine gebucht worden. Und was ist dann eigentlich los gewesen? Wenn ich jetzt einen Querschnitt nehme, also von 6 Fahrzeugen, die wir aufbereitet haben für Probefahrten und für Fahrzeuginteressenten, sind 4 nicht gekommen. Und das waren halt auch wirklich tendenziell Kandidaten, die halt auch, das waren 2 mobile Anfragen drin, 3-mal telefoniert und ich schaff's nicht, ich habe so spät Feierabend, das wäre nach eurer Öffnungszeit. Wo ich noch gesagt habe, wo ich alleine war, kein Problem. Ich warte die Zeit dann hier eben, ich habe eh noch zu tun, ist alles okay, dann gucken wir uns das in Ruhe an. Ich bin für alle Fragen da und beantworte die auch, werde parallel aber so ein Stück weit weiterarbeiten. Ja. Und ja, einfach nicht gekommen. Und ich habe dann halt, ich notiere mir ja alles, oder wir notieren uns ja auch immer die Kontaktdaten, versuchen dann hinterher zu telefonieren, ob alles okay ist, kann ja irgendwas passiert sein. Ist nun mal so, manche Dinge sind nicht planbar. Und dass man dann einfach auch kontinuierlich weggedrückt wird. Ja, also das halt, wir gehen ja auch in eine gewisse Vorleistung, in Fahrzeugaufbereitung. Für eine Besichtigung soll ja alles schön und schick sein, dass der erste Eindruck halt auch passt. Und die Leute kommen halt einfach nicht, sagen auch nicht ab. Wenn man dann wirklich nur versucht, den Kontakt aufzubauen oder zu suchen, wird man halt einfach weggedrückt. Ja. Was macht das dann mit ihm so als Verkäufer? Wie geht's denn dann abends so? Sagt man sich dann, ja, ist mir alles scheißegal oder geht gerade an die Abs auch so? Die Sache ist, man stumpft ab. Mhm. So ist es halt einfach. Ist natürlich schade für die Kunden. Also ich bin jetzt vom Kopf her so an dem Punkt, dass ich sage, okay, wir bereiten keine Fahrzeuge mehr auf in dem Moment. Mhm. Ja, oder ob man das im Team dann entscheidet. Ne? Na, wir haben jetzt Folgendes, da warst du jetzt noch nicht dabei. Wir haben jetzt Folgendes, heute Morgen auch im Meeting haben wir das auch zum Thema gemacht. Also ich zumindest. Und Plan ist jetzt also folgender. Wir werden jeden Kunden, der bei uns einen Termin gebucht hat, nehmen wir komplett die Daten auf E-Mail, Telefonnummer und werden dem vorher, einen Tag vorher, 24 Stunden vorher eine WhatsApp oder eine E-Mail schicken mit der Terminerinnerung und bitte antworten Sie mit Ja oder Nein, ob es bei Ihnen bleibt. Ja. Ja? Kommt keine Antwort, wird das Auto nicht vorbereitet, antworten mit Ja, bereiten wir es vor. So, das ist so der letzte Punkt, bevor ich sage, wir machen gar nichts mehr. Ja. Also wenn das machen wir jetzt bis Monatsende, wenn das auch nicht funktioniert, machen wir gar nichts mehr. Das heißt also, der Kunde ruft an, dann kriegt er gesagt, pass auf Keule, aus den und den Gründen, aus Kapazitätsgründen, machen wir einfach das Auto so wie es ist. Das bleibt dreckig hier vor der Tür stehen, guckst du dann halt so an. Wir fangen nicht mehr an, die Autos vorzubereiten, zu waschen, zu tanken, diesen ganzen Theater zu machen, nochmal irgendwie Steinschlag auslegen, aber ist der Teufel was, wir lassen es einfach so wie es ist. Dann kannst du das angucken und fertig, weil für uns, sagst du so wie es ist, 6 Autos vorbereiten, da ist der Aufbereiter den ganzen Tag damit beschäftigt.
Da wird nichts anderes mehr. Ja. Da wird auch keine Auslieferung fertig, kein neues Fahrzeug, was bebildert werden muss. Da bleibt halt liegen. Ne? Und du kannst die noch einen zweiten einstellen und sagen, yo, dann machen wir jetzt Komfort Deluxe. Dann müsste ich mir jetzt irgendwie überlegen, entweder mache ich meine Preise höher oder ich werfe jemand anders irgendwo raus. Weil irgendwoher muss ich das Geld ja wieder refinanzieren. Ja, Wasser etc., was der da allein schon für ein Fahrzeug durchfließt. Er wäscht ja alle Fahrzeuge, er saugt die aus und zur Not nochmal tanken fahren und. Das ist so. Es ist nur verschwendete Ressourcen. Und irgendwie letzte Woche habe ich das Gefühl bekommen, dass die Leute, die im Vorfeld den meisten Druck aufbauen, die meisten Fragen stellen, im Endeffekt, die sind, die einfach auch nicht auftauchen. Ja. Ja, die machen einen Raufen Stress und du hast doch nicht vergessen, du hast da wirklich mit dem Vorverkaufsthematik, gut, das gehört zum Job, ich will jetzt mal nie jammern. Nee, ist halt so, deswegen sitzen wir ja hier und dann klappt es eben nicht, dann ist es eben so. Aber zum Beispiel auch so Sachen mit dem Range Rover, ne, Felgen lackieren, dies, das, Ananas und dann als Aufhänger, der kommt aus Italien, das geht gar nicht. Da hast du ja auch eine eigene Meinung dazu, ne? Definitiv, also meine Meinung. Kannst du mal zum Besten geben? Ich habe das jetzt gar nicht so gesehen, aber der Dominik hat eine ganz eigene Meinung zum Range Rover-Thema. Das Video verlinken wir euch jetzt hier nochmal. Das hat der Kunde ja auch gesagt, es war alles gut kommuniziert, offen und ehrlich. Ich habe ihn ja auch wirklich auf alles drauf hingewiesen. Gut, bis hat er auch zu mir gesagt. Ja, bis auf das mit dem Brief, die Unterlagen hatte ich bis dato leider nicht. Ja. Er ist hier aber angekommen und eigentlich wollte er das Fahrzeug hier noch, er wollte es vorstellig machen beim Straßenverkehrsamt für die Zulassung. Hm. Er wollte es hier anmelden? Nee, er wollte eine 3- oder 5-Tages-Zulassung machen, dass er das Fahrzeug transferieren kann. Muss ja auch alles ganz, ganz schnell gehen und auf einmal hat er schon rote Kennzeichen gehabt und auf einmal hat er ja wirklich gesucht. Er hat ja wirklich nur nach irgendwelchen Aufhängern gesucht und er wollte ja, das Kompromiss, dass wir gesagt haben, alles, was dich jetzt stört, ich mache mit dir eine Mängelliste, wir bereinigen das alles, wir bringen dir das Auto noch nach Hause. Das wollte er nicht, weil er zu dem Zeitpunkt dann, er wollte nur 2.000 Euro Nachlass. Alles andere wäre ja nicht diskutabel für ihn gewesen. Ich habe da ganz klar das Gefühl gehabt, das war ein sogenannter Hobbyhändler, ne? Dass der das Auto im Endeffekt schon 1:1 weitergereicht hat und er das, was er von mir nicht wusste, nicht kommunizieren konnte und sein Deal damit auch geplatzt war. Ich meine, er war höflich und nett. Höflich war er, alles gut. Aber ja, das kann man jetzt im Nachgang, da haben wir aber das kann man nicht, so eine Geschichte. Das kann man nicht aufschlüsseln, aber im Endeffekt, sag ich mal, war es meine Gutmütigkeit, die mir dann auf die Füße gefallen ist, dass ich gesagt habe, na klar, pass auf, das machen wir alles und er hat ja auch einen Bombenpreis von mir gekriegt, wo im Endeffekt hätte man auch was draufschlagen können oder müssen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall. Für die Lackierung der Räder. Genau, da wollte ich aber auch transparent sein, die Felgen waren beschädigt, ich habe ihm jede Felge mit Bild geschickt und wie gesagt, das was an Kratzern oder an Dellen festzustellen war, ist für mich lächerlich. Wir reden hier über ein Auto, was halt keine 10.000 Euro kostet, klar guckt man vielleicht ein bisschen genauer hin. Aber für ein Fahrzeug mit der Laufleistung ist das unter der Maßgabe, dass man es halt noch ordentlich gemacht hat. Aber wie gesagt, sein Aufhänger war dann die italienische Geschichte. Genau. Ne? Ja. Gut. Aber das ist der eine eben. Und dann hast du eben darunter dann noch ganz, ganz viele andere. Ne? Wie zum Beispiel der Händlerkollege aus Bautzen lässt sich irgendwie eine Karre schicken. Also auch ein Autohaus, ne? Lässt sich ein Auto schicken mit Kaufvertrag, dies, das, wird hin und her ausgetauscht. 50 Kilometer entfernt, dann kommt die hierher und fänzen rum, weil er eine Nachlackierung hat. Ne? Und eine Spachtelung dran an dem Ding hinten links am Seitenteil, wo gespachtelt wurden. Was aber auch bekannt war, dafür gab es ja auch einen Nachlass. Das ist, sag ich mal, eine Eigenleistung, das hätten in Stand setzen können. Das war ja alles. Was war da in Stand gesetzt? Das war halt bloß von dem Karosseriebauer, den hat das seinen Ansprüchen nie genügt. Genau. In Stand gesetzt ist das. Genau, die sind ja mit 3 Mann aus Bautzen hierher gekommen und der Karosseriebauer sagt, es ist halt nicht so ausgeführt worden, wie er sich das gewünscht hätte oder wie er es hinkriegen würde oder ähnliches und hätte wäre wenn. Im Endeffekt hätten sie sich vorher ins Auto setzen müssen und hätten sich das anschauen können. Im Handwerk kratzen sich gerne gegenseitig irgendwas aus. Das hast du bei dem Maler-Lackierer, das hast du beim Karosseriebauer, das hast du beim Trockenbauer. Da wird immer gesagt, das kriege ich besser hin, das kriege ich schöner hin, das ist immer so. So haben jetzt 3 Leute von denen im Auto gesessen, haben habe ich auch zu denen gesagt, haben einen Freitag verbrutzelt, um hier festzustellen, ist es nicht. Hätte einer herkommen können, sagen, wir brauchen auf jeden Fall ein Auto ohne Nachlackierung, dann hätte sich das direkt erledigt gehabt. Ne? Ja, wie auch immer. Ne? Und das sind halt so die Geschichten aus einer Woche. Und davon will ich euch in Zukunft noch mehr erzählen und zeigen, ohne dass es das Tagesgeschäft beeinträchtigt. Das ist jetzt die Kernaufgabe. Das wird nicht einfach. Das dauert auch noch ein bisschen, bis wir das in den Griff gerichtet haben. Ich denke aber Richtung Wintermonate könnt ihr vielleicht, wenn ihr wollt, euch auf mehr Videos in der Thematik freuen. Mehr, noch viel mehr Einblicke hinter die Kulissen. Und damit es für mich, und das war immer der Plan, wirklich no joke, bin ich absolut ernst, immer der Plan dieses YouTube-Channels, den Kunden den Autohandel ungefiltert zu zeigen. Mhm. Nie bloß tolle Geschichten zu erzählen, wie geil der M6 ist und was mit dem V25 gerade wieder für eine Scheiße ist. Oder was die geile S-Klasse da drüben macht. Ja, und irgendwie alles in den Himmel loben und sagen, wir sind die Geisten und die Größten und wir sind es überhaupt. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Für mich ist es das Ziel, den Leuten den Autohandel so nahe zu bringen mit allen Facetten,
Und dass die Menschen, die hier arbeiten, schaffen und tun, einfach auch nur Menschen sind und dass die Waren, die wir hier handeln, einfach gebraucht sind und nie perfekt. Manche sind bestimmt perfekt, es mag alles sein, es gibt aber eben auch Sachen, die sind nie so perfekt und dafür gibt es aber auch Käufer. Du musst aber eben immer nur gucken, ob du den richtigen Käufer für die richtige Sache findest. Manche haben ja in die Kommentare geschrieben, ja, du musst die Leute abtreten lassen. Na klar, wenn ich danach gehen würde, wie viel, denkst du, würdest du normalerweise abtreten lassen? Sagen wir mal, wir machen es mal anders. Wir sagen 3 Fahrzeuginteressenten. Wie vielen Leuten könntest du aktuell, wo du sagst, okay, der passt zum Auto auch wirklich, das Auto auch verkaufen? Oder wie viel müsstest du abtreten lassen? Also, theoretisch müsstest du 2 abtreten lassen. Ja, ne? Mindestens, ja. Ist ja schwierig. Die Leute haben halt auch einfach eine komische Vorstellung. Wir hatten ja letzte Woche noch den Fall mit einem Mazda RX-8 und unserem Nissan 370. Ja. Der wollte das Auto halt einfach 1:1 tauschen und das war halt auch seine Wertvorstellung von seinem Fahrzeug und da hat er auch nicht dran rütteln lassen. Und da kannst du dir reden dann aber sagen, über 27.000 Euro, ne? Genau, war eine Differenz. Mit RX-8 ist das da schon stramm. Ich wollte jetzt einfach auch mal denjenigen, der quasi letzte Woche hier alleine gekämpft hat, du bist jetzt seit einem Monat ungefähr hier, ne? Einfach auch mal vor die Linse holen, dass er quasi mal wiedergibt, der Dominik, wie es für ihn war, was sein Eindruck ist. Sicherlich sind wir nicht perfekt und die Autos sind wahrscheinlich auch nicht immer perfekt, aber wir geben ja auch nicht vor, dass wir das sind. Ja, ich stelle mich auf gar keinen Fall hin und sage, es ist alles grandios und schick und schön. Das funktioniert einfach nicht. Na, ich sage den Leuten, fragen Max. Max ist eigentlich das klassischste Beispiel dafür. Wenn der ein Auto bei mir kauft und der sieht es dann zum ersten Mal, sagt er fast. Also, gut, beim SL ist ein bisschen blöd gelaufen. Ne? Da war natürlich dann doch mehr kaputt als geplant. Da läuft aber auch noch eine Reklamation an der Stelle. Da kriegen wir also auch noch mal Geld zurück hoffentlich. Mike, was ist los? Guck mal in die Anlagen vom Anwaltsschreiben. Stimmt, da hat er recht. Aber dazu kommen wir noch. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also hat er es selber verbockt. Geile Meile. Ja, das können wir dann gleich im nächsten Video erzählen. Geile Meile. Ja, aber du bist die Fotze. Ach so. Also nie du. Ja, ich nie. Also ich. Ja. Ja. Mhm. Ja, da hat er recht, gut aufgepasst. Also wenn ich jemanden ein Auto verkaufe, rede ich es immer schlechter, als es ist. Warum? Weil, es ist ungefähr so, als würdest du hast eine Alte am Telefon, die hast du noch nie gesehen. Ne? Stell dir mal vor, es gibt kein Internet. Ja? Mhm. Und du sollst dich beschreiben. Dann sagst du, yo, ich bin 1,98 groß, eigentlich nur 1. Ja, oder pass auf, kennst du den Witz mit Dating-Hotline am Telefon? Ich rauche nicht, ich trinke nicht, fluche nicht. Hm. Verdammte Scheiße, ist mir das Bier über die Kippen gelaufen. Ja? Ne, ist ja so, ne? So versuche ich es auch zu halten. Ich sag's den Leuten, so wie es ist, lieber eine Ecke schlechter als besser. Ich sag den Leuten auch klipp und klar, ich glaube nie, dass dein Auto ist, ich glaube auch nie, dass du damit glücklich wirst. Na, wie zum Beispiel der Kollege, der hier ein SQ7 kauft und nicht mal eine Gebrauchtwagengarantie dazu mitnimmt. Und bei dem, genau bei dem, das ist genau der ganz dringend eine Gebrauchtwagengarantie braucht, weil bei dem ging direkt einfach die Motorkontrollleuchte an. Ich hab's, beim Verkauf habe ich es mehrfach argumentiert, ich habe es ihm hier argumentiert er ist so ein Auto von 2019, glaube ich. 17. Oder 2017. Ja, was soll denn sein? Ich habe gesagt, ist 5 Jahre alt. Ja. Ist 5 Jahre alt, ist nie neu, hat schon 60.000, 70.000 runter, kann was kaputt gehen. Ja. Und? Dann sagst du den Leuten, pass auf, wenn was ist, dann müsstest du auch mal mit dem Auto herkommen. Wir können gleichwertig ein alternativ gebrauchtes Teil einbauen, muss kein Neuteil sein, sind wir nicht zu verpflichtet, blablabla. Die ganze Litanei kennt ihr alle, wisst ihr alle. Hm. Ja, nee, ist gar kein Problem. Mein Cousin ist Mechaniker. Wir sind sowieso regelmäßig in Dresden, blablabla. Die gibt's alle Ausreden, dann die Garantie nicht zu geben. Nee, sein Cousin. Es war sein Cousin. Hab ich schon vor. Ja, das ist der Klassiker. Mein Bruder, mein Cousin, mein Nachbar, mein Schwager. Ist Mechaniker, der macht das dann alles. Ja, wenn es so viel auf ist, was ein Marder bist oder irgendwas. Ja, weiß der Geier was? Ich muss überlegen, wir haben das Auto ja aus der Community von jemandem gekauft. Ja. Ein seriöser Typ. Ich glaube, der ist sogar irgendwo bei der Polizei oder was, wenn ich das richtig habe. Keine Ahnung, wie auch immer. Seriöser Typ, hat alles Hand und Fuß gehabt, Autolücken durch Checkheft gepflegt, bla bla, Historie sauber. Wir haben das Ding da abgeholt, auf eigener Achse ist hierher gefahren. Jo. Alles gut. Die Karre hier angeguckt, Werkstattcheck, Fehlerspeiser, alles super. Der nimmt die Karre mit, zack, 100 Kilometer später geht die Lampe an. Mhm. Ja. Ja, was willst du machen? Nix. Und weißt du was? Ich sag's dir so wie es ist. Das. Die Autos werden ja tendenziell beschissener. Mhm. Ist ja unlogisch. Die werden immer voller mit Technik. Die Entwicklungszeit wird immer kürzer. Man hat auch immer weniger Budget, um ein neues Auto in den Markt zu pushen. Früher hat man ins Verhältnis viel mehr Zeit und auch Geld und Leute und Ressourcen aufgewendet, um ein Auto in den Markt zu schieben. Es ist einfach so. Es muss heute alles just in time gehen, schnell gehen, darf nicht kosten. Und dann ist der Verbrenner sowieso final. Also brauchen wir gar nichts vormachen. Und da wird auch kein Gap mehr reingejubelt, großartig in Neuentwicklung und Verbesserung. Da kannst du knicken. Die Buden gehen alle irgendwann kaputt. Und wer dann, in weißer Voraussicht, die Garantie zum Beispiel sagt, brauche ich nicht. Wir haben eine GAV-Garantie. Da ist Gewährleistungsrestrisiko-Scheißversicherung mit drin. Alles das, was die Garantie nicht abdeckt, das legen wir mit drauf. Quasi, das geben wir von uns mit dazu, damit Ruhe ist. Ganz einfach, damit Ruhe ist. Ja? Dass die Garantie nicht abdeckt, fressen die.
habe ich gerade selber geübt mit meinem eigenen Auto, mit dem Vialo. Mhm. Haben wir bei Mercedes reparieren lassen für 4.800 irgendwas, 900 Euro. Haben die alles bezahlt. War zwar ein bisschen aufwendig, das dauert auch, die schnippen, machst nicht einfach Schnipp und die schmeißen die Kohle raus, das ist völlig klar, da brauchst du ein paar Sachen zuarbeiten, das dauert dann immer 2-3 Wochen, das kann sein, aber es wird am Ende bezahlt. Ja, klar. Und wer dann sagt, nee, bei einem Auto für 67.000, ja, das ist, ich meine klar, wenn das Auto ein Jahr alt ist und irgendwie 10.000 oder hat, man sagen, ja gut, okay, würde ich Uni nehmen. Also zieht sich halt einfach die jegliche Logik, er hatte noch eine A6. 45 TDI, genau. Mhm. Den wollte er ja hier nicht in Zahlung geben. Da hat er gesagt, ach, bei dem habe ich auch keine Garantie gehabt und. Ich habe gesagt, ja, aber jedes Auto ist ja ein Fall für sich. Ja, das ist ein V8-Diesel. Ja, ne, klar. Vorher ein 6-Zylinder-Diesel. Ich meine, gut, okay, ja. Es ist aber kein Argument. Und ich habe ihm was gesagt, theoretisch bei einem Fahrzeug in der Preisklasse sicher dich doch einfach selber mal ab. Hm. Nee, brauche ich nicht. Ja. Und mein Cousin und also. Ich habe gesagt, ja, aber dein Cousin hilft dir dann aus diesem, wer hat jetzt welche Schuld, Ping-Pong, ja. Holt er dich auch nicht raus. Nee, genau. Ja? Wen trifft es jetzt? Ja, wer genau fährt jetzt nach Dresden? Ja, ja, wer macht das jetzt? Wer organisiert das jetzt? Naja, meine Heimat ist ja im Endeffekt 40 Kilometer von ihm entfernt. Der ist ja dann schon, ja, du kannst das Auto ja dann immer mitnehmen und. Ich sage, klar, ich habe ja am Wochenende auch nicht viel anderes vor. Ich warte ja nur auf so eine Fälle. Ja, cool. S7 fahren ist schon schön. Wenn er fährt. Kunde, ja, aber so ist es. Das ist quasi so die Richtung, die es nehmen wird und wird auch immer schlimmer. Ich denke auch Richtung, da geht es jetzt. Das sind wir jetzt im Sommer. Du merkst einen Unterschied zwischen Sommer- und Wintermonate. Also bis Weihnachten geht's. Mhm. Und alles, was danach kommt, also zwischen Januar, Februar und März, bis die Sonne kommt, bis es wieder warm wird, sind die Leute richtig assi drauf. Mhm. Da ist man selber auch abgefuckt vom Winter, von Corona, von diesem ganzen Schmutz, der da gerade läuft, Krieg und diese ganze Kacke. Aber ey, dafür können wir auch nichts. Was sollen wir machen? Aber das schwingt echt viel von mit. Ja, ja. Das merkt man. Ist so. Ja, ja. Die Leute sind, das ist das Thema und ich glaube, das bringt diese ganze Problematik, das geht zwar jetzt wieder in die politische Richtung, aber egal, diese ganze Problematik, die hier gerade in der Welt läuft, das fuckt die Leute halt einfach krass ab. Und mit Corona ist kein Ende in sich, mit dem Krieg ist kein Ende in sich, das ist alles, die Preise steigen, es ist alles Schmutz. Es nervt einfach nur noch, ich habe auch keinen Bock mehr, um ehrlich zu sein, aber du, wir kämpfen uns hier trotzdem jeden Tag durch. Ja, wir stehen trotzdem jeden Tag auf. Und machen einfach weiter. Und das ist das, was uns auszeichnet, generell meiner Meinung nach, die gesamtdeutsche Bevölkerung, also ein Großteil von denen, die machen halt einfach weiter. In einer Sache bin ich mir sicher, jammern und heulen hilft nicht, aber zumindest ziehen wir das positiv daraus und sagt, oh, so wie es ist. Das Positive ist auch, darüber Videos zu machen. A, um das nochmal Revue passieren zu lassen, und mir persönlich hilft das auch, wenn ich dann manchmal das nochmal sehe, selber. Ich gucke halt die Videos dann, wenn sie laufen, meistens selber nochmal. Oder vorher. Also nie immer, aber manchmal. Und dann sehe ich das und denke so, wenn du es bis hierhin geschafft hast, schaffst du es auch noch weiter. Ja, man muss das ja auch so sehen, zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, was jetzt so bei den Leuten mitschwingt, das lassen die auch bei uns ab. Natürlich. Ja, bist du im Verkauf oder irgendwo tätig oder ähnliches, wir kriegen es ja zu spüren. Ja, und alles, es wird ja auch nur das Negative benannt, es sagt ja auch keiner mehr Danke für irgendwas und. Das ist ja, man muss mal bedenken, wir verkaufen ja Gott sei Dank immer noch so zwischen 35 und 40 Autos im Monat, obwohl wir nur 6 im Bestand haben, das ist echt viel. Ja. Das ist wirklich viel, oder 5-6 im Bestand. Ich sage dir so, wie es ist, von den 5, sagen wir mal durchschnittlich 35, die wir jetzt aktuell verkaufen aufgrund des geringsten Bestands, sind 33, die sagen nie wieder was. Ja. Die rufen dich nie wieder an. Ja. Du kannst davon ausgehen, wenn irgendwas wäre, würden die dich anrufen, versprochen. Oder schicken dir einen Anwalt oder hetzen dir irgendjemanden auf den Hals. Also wie oft ich letzte Woche das Wort Anwalt gehört habe, ich wollte mich irgendwann auch nur noch mit Zetzler und Partner Restabteilung melden. Kunde, bitte nicht. Nein, aber wirklich, Spaß. Anwalt ist ja echt die neueste Mode. Vor allem wegen nichts. Nö, ne, also, es wird ja auch kein Dialog gesucht. Es ist ja nur so, pass auf, das und das liegt jetzt auf dem Tisch. Alleine die Camaro-Nummer letzte Woche. Also wirklich, am Ende so viel Wind für nichts hat. Ja. Was ist das denn? Der Cupra, glaube ich. Was? Yeah. Wollen wir, das Ding klingt wie, das ist jetzt der Abschluss, wie eine Ziege, die im Blecheimer pisst. Die im Blecheimer pisst, das ist der geilste Spruch, den ich gehört habe, Kunde, den könnt ihr euch auf jeden Fall aufschreiben, die Karre klingt wie eine Ziege, die im Blecheimer pisst. Kunde, wie geil ist das? Ja, das ist komplett Welt. An der Stelle haben wir jetzt genug gejammert, die Aussicht, die jammern ja immer gerne, stimmt's schon? Mahlzeit, ich jammer nicht. Ja, nee, wie auch immer. Heute habt ihr mal Dominik dabei gehabt und wenn ihr wollt, machen wir da bald noch ein paar coolere Sachen mit mehr Content hoffentlich, mit mehr Output in der Woche. Vielleicht schaffen wir es 5 Videos die Woche. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber Ziel ist erstmal 4 zu schaffen. Und vielleicht kriegt man das ja hin. Mit ein bisschen Unterstützung und einer richtigen Idee schaffen wir das vielleicht. An der Stelle bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch einen schönen Sonntagnachmittag. Lasst euch nicht unterkriegen, wir stehen und sitzen immer noch hier.
Also am Sonntag hoffentlich nicht. und immer weiter kämpfen, Mund abputzen, weitermachen. Bis dann, Leute. So.